Herzlich willkommen wieder mit der zur fünften Folge von Halo. Ich fast wieder Mass Effect gesagt. Nun beginnt das Open World Teil in diesem Spiel. Keine Ahnung, wie es sein wird, weil wir über einen Kilometer latschen müssen zum Beispiel. Aber hey, let's do it. Schauen Sie da unten, wir nähern uns dem Vorposten, den wir entdeckt haben. Erledigen Sie diese Monster. Bringen Sie mich zu diesem Terminal. Dann zeige ich Ihnen, was ich kann. So. Stress, den kriegt ihr auch. Schon tot? Okay, rechts ist ein Geschütz. Ist gut zu wissen. Schauen Sie da unten. Wir nähern uns dem Vorposten, den wir entdeckt haben. Erledigen Sie diese Monster. Bringen Sie mich zu diesem Terminal. Dann zeige ich Ihnen, was ich kann. Ich mein Shit nicht geladen. Mann. Chillt mal eure Basis. Die Lok. Hier spricht Captain Lasky. Die Infinity ist nicht mehr sicher. Alle Crewmitglieder sollten umgehend evakuieren und zur Oberfläche fliegen. Warten kurz. Der Befehl ist klar. Wir ziehen uns zur Hangarbucht zurück und verlassen das Schiff. Runter zur Oberfläche des Rings? Während das Kontrabanden wimmelt? Meinen Sie, hier sind wir sicher? Verwundete tragen? Die Infinity ist verloren. Wir nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie schon erobern kann. Das ist nicht, dass ich das Gespräch abbreche. War das die Waffe einsatzbereit? 37 Minuten 52 Sekunden, Captain. Das geht vermutlich nicht schneller. Das fragen Sie wohl besser Sie, Sir. Nun gut. Ist die Eskorte in Position? Aye, Sir. 6 Mulls und Fregatten der Vorhut sind bereit zum Ausrücken. Verstanden. Sie sollen Kurs setzen. Volles Tempo. Wir kommen hoffentlich gleich nach. Das gefällt mir nicht. Wir sind hier zu verwundbar. Ja, ich hatte recht. Ich muss nur mit diesem Verbandensicherheitsprotokoll plaudern. Und mit plaudern meine ich, aus dem Weg schaffen, weil es wirklich nicht sehr smart ist und... Na also. Damit hätten wir einen zweiten Vorposten. Waren Sie das? Bestätigt. Und jetzt? Wollen Sie das UNSC wieder aufbauen? Stück für Stück? Seine Entscheidung. Ich versuche nur zu helfen. Wo wir davon sprechen. Jeder Vorposten ist mit dem Kampfnetzwerk verbunden. Und wenn ich das tue, können wir herausfinden, was die Verbanden planen. Boah. Zum Beispiel ist hier drüben eine Art Verbanden-Außenposten. Funktion? Unklar, aber es ist gut gesichert. Also lohnt es sich, ihn zu besuchen. Und hochzujagen. Und hier ist jemand, den ich als wertvoll für die Verbanden einstufe. Und zwar sehr. Notiert. Seine Akte ist aufschlussreich. Sie ist in der Datenbank hinterlegt, falls Sie selbst mal reinschauen möchten. Sie verfolgen auch UNSC-Transponder. Lager, die wertvolle Ausrüstung und Informationen enthalten. Oh nein. Anscheinend versuchen mehrere UNSC-Trupps zu überleben. Sie brauchen Hilfe, Chief. Okay, eine Menge zu erledigen. Wir markieren einfach mal das da. Sind Sie bereit, Chief? Was denken Sie? Ich sagte doch schon, die Chancen stehen nicht gut. Für Sie. Dann
Finden wir raus, was dieses Signal ist. Ich brauche kein Fahrzeug. Lieferung unterwegs zu ihrer LZ Chief. Was bist du denn? Dann retten wir kurz die Truppen und dann gehen wir ein UNSC-Notsignal. Zur Festung. Der Signatur nach ist es ein Trupp Marines. Am Leben? Keine Antwort über Funk. Aber wenn sie es sind, brauchen sie sicher unsere Hilfe. Finden wir sie. Ich werde beschossen. Fühlt sich so smooth an, das Gameplay, ne? Das UNSC hat auf dem Ring schwere Verluste erlitten. Aber mit ihnen haben sie endlich wieder eine Chance. Hey, was ist das? Okay. Das gehört ja bereits uns, ne? Ja. Nehmen wir zur Festung. Wie habe ich jetzt doch Lust, alles hier abzufahren, wenn ich hier bin? Von dem wir beim Vorposten erfahren haben. Sieht aus wie eine Art Verwertungsanlage. Wie ist der Plan? Schalt es ab. Wir werden angegriffen. Das. Die Verwandten schützen ihre Silos mit allen Mitteln. Eindeutig. Und was wollen sie deswegen tun? Sie enttäuschen. Sehr schön. Sie müssen die Silos erst manuell anheben. So schwer sein, die Dinge auszulöschen. Das Gewehr gefällt mir. Das ist leer. Das ist natürlich nicht mehr. Silo hat einen Überbrückungsschalter. Bereich scannen. Dachte, weil sie mich so viel angegeben hat. Silo ist oben. Ausgezeichnet. Rüstung kaputt. Yeah. I guess I take it. Es waren Atriox und seine Verbanden. Ihr
weiter auf einem Weg, der dem Propheten gewährt war. So wurde Atriox Traum verwirklicht. Dieser Ort, dieser Ring ist nun unsere Heimat, unsere Festung, unser Schwert. Fangen wir immer so hoch. Was zu tun ist. Bums. Was ist denn da los? Ah, stimmt, der Scharfschütze habe ich wieder vergessen. Nein! Ich bin so an den Multiplayer dran gewöhnt, dass sobald das Schild bricht, die Leute auch mit einem Schlag dann sterben, aber nicht hier. Spatenkern. Oh ja. Zerstören Sie das Silo, Chief. Silo 3 ist weg. Verteidigt die Rationfeste. Sofort alle übrigen Truppen einsetzen. Langsam. Bin nur rumgesniped. Au, 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 au. Guck nicht, guck nicht, guck nicht. Bitte, 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 bitte. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Okay. Elf, die Scheiße hier. Schalten Sie das Silo aus. Chief. Also, noch mehr. Anscheinend verschrotten und reparieren die Verbannten hier Fahrzeuge. Nicht mehr lange. Markiere Reparaturdocks. Auf geht's. Nein, da war eine Mine. Oh Gott.
Oh mein Gott, hab ich wieder erschrocken. Oh. Alter, kommt der da mit einer Partikelschwert um die Ecke gerannt, ey. Oh. Hatte schon ein bisschen Angst. Sehen Sie das? Eine M808 Scorpion. Und in ziemlich gutem Zustand. Könnte nützlich sein, wenn Sie sowas mögen. Oh, das tue ich. Ich hänge leider gerade etwas fest. Okay, ich traue mich jetzt auszusteigen. Sie zerlegen UNSC-Gerät für die Reparatur von Grabungsmaschinen? Graben die Verbanden nach irgendwas? Auf jeden Fall nichts, was ich brauche. Weg von mir. Feste ist offiziell offline. Geschafft, Chief. Sie waren gut. Danke. Sturmmarinen freigeschalten. Längst gibt es hier noch irgendetwas. Was ist das? Wie öffne ich die Legende? 0 von 2. The good question. What? Mal gerne, dass mir hervorgehoben wird. Kiste, Kiste. Hier auch irgendwas? Ne. Das sind ja nur alles welche Munitionsdinger, ne? Ja. Mal gucken, was ich hier irgendwas finde. Irgendwas für Bedeutung. Das hier ist also ein Warthog. Ein ungefallener Warthog. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal weiter. Dann schauen wir uns mal das an, weil wir noch nicht wissen, was das hier ist. Und dann arbeiten wir uns dann hier so zurück. Perfekt. Genau, so eine Waffenkammer. Ich kann mal perfekt den Panzer dafür nehmen. Auch wenn er gut Schrott ist, wird seine Dienste erfüllen.
Aber wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.